Liebst du knuspriges Brot? Dann hör mal. Dieses Rezept ist genau das Richtige für dich. Hallo ihr Lieben! Heute habe ich vor, mit euch ein Pfälzer Kartoffelbrot zu backen. Dazu braucht ihr den Zauberkasten von Pampa Chef, eine Schüssel, etwas zum Abdecken und folgende Zutaten. Hier seht ihr jetzt einen Vorteig, den habe ich vor 6 Stunden angesetzt und da drin ist jetzt 25 Gramm Hefe, 30 Gramm Weizenmehl und 60 Gramm warmes Wasser. Das Ganze ist verrührt worden und 6 Stunden abgedeckt stehen gelassen. Das ist jetzt sozusagen wie ein Triebmittel. Ja, ihr seht auch, da haben sich Blasen drauf gebildet und das braucht ihr als erstes. Dann kommt hinzu 120 Gramm Kartoffeln, mehlig gekocht. Also das sind gekochte, abgekochte Kartoffeln, 2 Esslöffel Salz, 1 gehäuften Teelöffel Zucker, 330 Gramm Wasser und 650 Gramm Weizenmehl 550. Jetzt kommen alle Zutaten in den Mixtopf. Als erstes den Vorteig. Der riecht jetzt schon säuerlich. Genau so muss es auch sein. Dann kommt Kartoffel rein, Salz, Zucker, Wasser und das Mehl. Fünf Minuten auf Teigknetstufe. Und da das ein ganz klebriger Teig ist, gebe ich so die letzten Sekunden einfach noch mal ein bisschen Mehl dazu, damit es, ja, seht ihr, damit das einfach nicht kleben bleibt an dem, an der Wand vom Topf. So sieht das Ganze jetzt aus. Ihr gebt es jetzt in die Schüssel hinein, auch die Schüssel, die mehle ich ein bisschen aus. Und dann kommt es jetzt hinein. Scrubber! Der Teig wird jetzt abgedeckt mit dieser Silikonhaube und dann darf der 1 Stunde bei warmer Temperatur etwas ruhen. Also zimmerwarme Temperatur reicht völlig aus. 1 Stunde und dann sehen wir uns. Der Teig hat ausgeschlafen und so hat er sich jetzt verdoppelt. Perfekt. Jetzt nehmt ihr wieder eure Teigunterlage. Ihr kennt das ja alles schon, das wird leicht bemehlt. Mehl ganz hauchfein aus dem Streufass. Da lasse ich jetzt den Teig drauf gleiten. Und es ist wirklich ein ganz softer und klebriger, auch wirklich klebrig, klebriger Teig. Gebt darüber auch etwas Mehl, also wirklich hauchfein. Ihr seht, wie fein das ist, rauskommt. Auch eure Hände etwas einmehlen. Und jetzt wird er so ein bisschen in die Länge gezogen und eingefaltet. Gefühl habt, jetzt klebt es wieder anständig, dann könnt ihr das immer mit ein bisschen Mehl auf eure Finger geben. Jetzt nehmt ihr von außen immer so ein Stück, dreht das Ganze einmal um und seht ihr diese Oberflächenspannung? Klein wenig kann man das auch sehen, da bilden sich so kleine Blasen und so ist es genau richtig. Und jetzt guckt ihr, dass ihr das auf die Größe von dem Zauberkasten bekommt. Das ist also mein alter Zauberkasten. Ein klein wenig habe ich es jetzt halt mit Rapsöl eingefettet, wirklich hauchfein. Und auch hier gebe ich wieder für die Optik einfach ein bisschen Mehl aus dem Streufix rein. Und dann guckt ihr, dass ihr den Teigling da ganz sanft reingleiten lasst. Ofen ist auf 230 Grad vorgeheizt, Ober-Unterhitze. Der Rost ist wie immer ganz unten auf dem Backofen verkehrt rumgelegt und da drauf kommt der Zauberkasten und backt dann 1 Stunde. Eine Stunde ist um.
Ich habe heute ein ganz besonderes Brot. Aber so ist es halt mit Kartoffeln, ne? Kartoffeln wachsen auch nicht immer gerade. Und alle Kartoffeln, jede Kartoffel sieht anders aus wie die andere. Und von daher habe ich heute ein Brot, das sehr, sehr hoch gegangen ist und so einen kleinen Deckel hat. Und das an der Seite ist es halt so. Da hat man keinen Einfluss drauf. Aber ich finde es schön, dennoch. Und jetzt stürzt ihr das gleich raus aus dem Zauberkasten. So anhört, dann ist es genau richtig. Und wenn ihr das Knuspern hört, fantastisch. Also auskühlen lassen, gleich rausholen, ganz wichtig. Aber dennoch möchte ich euch ja den Anschnitt zeigen. Und das kann ich natürlich nur, wenn ich das jetzt sofort mache. Schaut mal, brauche ich doch noch einen Handschuh. Denn es ist ja gerade eben aus dem Backofen kommen. Und hörst du es knuspern? Und so sieht es jetzt aus. Ein perfektes Brot und ich freue mich auf unser Abendbrot heute. Bis bald wieder. Ich freue mich, dass ihr zugesehen habt. Macht's gut, ihr Lieben.